So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zugeschalteten, wir begrüßen alle sehr herzlich zur 75. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Es handelt sich hierbei um die öffentliche Anhörung zum Entwurf eines 29. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Und ich begrüße im Namen des gesamten Ausschusses die Sachverständigen, die uns heute Rede und Antwort stehen. Das sind im Einzelnen Sonja Bolenius für den Deutschen Gewerkschaftsbund dort im Bundesvorstand. Wir begrüßen Bernhard Börsel vom Deutschen Studierendenwerk, Wolf Dermann von Arbeiterkind, dann Niklas Röpke vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften e.V., FZS. Wir begrüßen Greta Schabram, der Paritätische Gesamtverband, Professor Stefan Thomsen, Leibniz-Universität Hannover und Frau Professor Dr. Ulrike Tippe für die Hochschulrektorinnen und Rektorenkonferenz. Vielen Dank schon mal an Sie als Sachverständige, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Danke auch für die schriftlichen Gutachten im Vorfeld, im Übrigen auch für die unaufgeforderten von anderen Verbänden. Zur Strukturierung der Anhörung, zum Ablauf noch ein paar technische Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen zu Beginn die Gelegenheit haben für ein bis zu dreiminütiges Eingangsstatement. Der Aufruf wird in alphabetischer Reihenfolge der Sachverständigen erfolgen. Praktischerweise sitzen sie schon in alphabetischer Reihenfolge. Die Reihenfolge der Berichterstattenden und Fragenden richtet sich nach der Fraktions- und Gruppenstärke. Jeder Fraktion stehen in der einleitenden Berichterstatterinnen- und Berichterstatterrunde 5 Minuten für Fragen und die Antworten der Sachverständigen zur Verfügung, das Frage-Antwort-Kontingent. Die Gruppen sind jeweils auf die Hälfte der Zeit beschränkt, heißt 2,5 Minuten. Die Nachfragenrunden werden dann bis zu 3 Minuten umfassen pro Fraktion und für die Gruppen 1,5 Minuten. Ich habe schon die Sachverständigen darauf hingewiesen und die Kolleginnen und Kollegen wissen es auch, dass wir um 12.50 Uhr spätestens die Anhörung abschließen müssen, um pünktlich um 13 Uhr dann im Plenarsaal sein zu können. Trotz der Live-Übertragung wird ein Wortprotokoll erstellt und ich möchte noch auch die Öffentlichkeit darauf hinweisen, auf welchen Grundlagen wir diese Anhörung heute hier durchführen. Das sind die Vorlagen Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf zum 29. BAföG-Änderungsgesetz auf der Bundestagsdrucksache 20.11.313. Auf der Basis auch der Anträge der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel »Das BAföG auf die Höhe der Zeit bringen«, auf der Bundestagsdrucksache 20.11.375. Antrag der Abgeordneten der AfD-Fraktion mit dem Titel »Kernprobleme des BAföG angehen, Antragsverfahren vereinfachen, Zuschuss vom Darlehen entkoppeln, Beiträge erhöhen und Dynamisierung gesetzlich verankern« auf der Bundestagsdrucksache 20.11.376 und auf Basis des Antrags der Abgeordneten der Gruppe Die Linke mit dem Titel BAföG unverzüglich existenzsichernd und krisenfest gestalten auf der Bundestagsdrucksache 20.10.744. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute diese Anhörung durchführen, haben wir in der 72. Ausschusssitzung am 15. Mai beschlossen. Ich glaube, die allgemeine Einschätzung ist, dass das BAföG eines der wichtigsten Instrumente für Bildungs- und Chancengerechtigkeit in unserem Land ist und jungen Menschen unabhängig von der sozialen Herkunft ein Studium ermöglichen soll. Heute beraten wir nun die dritte BAföG-Reform in dieser Wahlperiode, die unter anderem die neue Studienstarthilfe umfasst. Als Ausschuss sind wir uns sicher einig, dass Studieren finanziell möglich sein muss und das BAföG auch die Lebensrealität von Studierenden stärker entsprechen muss. Orientierung gibt uns hier immer die Sozialerhebung,
die wir hier im Ausschuss im Februar intensiv diskutiert haben. Das ist die Vorrede meinerseits. Wir starten jetzt in die Eingangsstatements und ich rufe zunächst auf DGB und Frau Bolenius. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Vorsitzender, vielen Dank. Ist das gut zu hören? Noch ein bisschen näher ran. Das ist das dritte BAföG-Änderungsgesetz. Das wurde ja gerade schon gesagt. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Denn wenn wir uns erinnern, wir haben in den letzten Legislaturperioden Anpassungslücken erlebt von bis zu 6 Jahren und darüber hinaus. Insofern Chapeau, also das ist wirklich gut. Die letzte Erhöhung des Grundbedarfs um 5,75% liegt jetzt allerdings auch schon wieder 2 Jahre zurück. Umso mehr hat uns erstaunt, dass keine Anpassung der Bedarfssätze geplant ist in diesem Gesetzesentwurf. Und wenn man sich dann noch mal verdeutlicht, dass die Inflationsrate 2022 bei 6,9 und 2023 bei 5,9% lag, ist es umso unverständlicher, dass keine Anpassung geplant ist. Und insbesondere stark gestiegen sind ja die Energie- und Wohnkosten, die eben für die Studierenden auch einen großen Anteil ihres Kostenbudgets ausmachen. Die nächste BAföG-Anpassung, also nach der 29., dürfte frühestens im Sommer 26 zu erwarten sein, also nach der nächsten Bundestagswahl, bis sich die Regierung gefunden hat und die ersten Gesetzesvorlagen kommen. Dann hätten wir schon wieder, wenn jetzt nichts passiert, eine Anpassungslücke von 4 Jahren. Das ist mehr als eine Bachelor-Generation. Ich glaube, das darf nicht sein. Also das darf einfach nicht sein angesichts der aktuellen Preisentwicklung. Und zumal, wenn man bedenkt, dass der Grundbedarf im BAföG mit monatlich 452 Euro für Studierende, Schülerinnen bekommen ja noch deutlich weniger, bereits heute nicht existenzsichernd ist, also deutlich unter dem Existenzminimum liegt. Den Anspruch, Bildungswünsche unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu erfüllen, wird das BAföG so aus unserer Sicht nicht einlösen können. Dass die Bundesregierung plant, die Freibeträge zu erhöhen, ist zu begrüßen. Also das ist sehr positiv. 5% dürften aber nicht ausreichend sein, um den geförderten Kreis wirklich nachhaltig zu stabilisieren und vielleicht sogar noch Zielgruppen über die aktuell geförderten hinaus zu erschließen. Insofern auch da ein Appell, legen Sie noch mal ein bisschen was nach, um dem Ziel der Stabilisierung und Erweiterung der Geförderten auch näher zu kommen. Was fehlt aus unserer Sicht? Die Erhöhung des Grundbedarfs, insbesondere eine Anpassung der Übernahme der Mietkosten entsprechend der Wohngeldtabelle, um hier den regionalen Differenzen endlich auch Rechnung zu tragen, oder mindestens eine deutliche Erhöhung der Wohnkostenpauschale, eine regelmäßige und bedarfsgerechte Anpassung, die muss im Gesetz endlich verankert werden, damit solche Lücken in Zukunft ausgeschlossen werden können. Wir möchten noch mal nachdrücklich auf eine Rückkehr zum Vollzuschuss betonen, die sehr, sehr wichtig ist, gerade für die Kernklientel des BAföG, die eben Sorge hat vor Verschuldung. Und gerade diese Maßnahmen wären eben sehr zentral als Beitrag zu wirklich mehr Chancengleichheit im Bildungssystem für Kinder aus Elternhäusern, die eben nicht die finanziellen Voraussetzungen so mitbringen, um ihren Kindern Abitur und Studium finanzieren zu können. Ja, deshalb nochmal der Appell, hier im parlamentarischen Verfahren dringend nachzulegen, insbesondere bei existenzsichernden BAföG-Sätzen, beim Wohngeld und bei der Frage der regelmäßigen Anpassung. Vielen Dank. Vielen Dank an den Deutschen Gewerkschaftsbund und Frau Bolenius. Wie wir das immer formulieren, interfraktionell vor die Klammer gezogen wurde das Deutsche Studierendenwerk. Und DSW wird heute vertreten von Bernhard Börsel. Wir freuen uns auf Ihr Statement. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich darf mich zunächst bedanken im Namen des DSW für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich muss festhalten, die im Koalitionsvertrag und in der Bundestagsentschließung zum BAföG vom Sommer 2022 vorgegebenen Handlungsschritte, die sind absolut richtig. Die Bundestagshaushälterinnen stellen für eine BAföG-Reform, die diese Schritte umsetzt, Haushaltsmittel zur Verfügung. Werden diese durch die vorliegende Novelle nicht abgerufen, verfällt das Geschenk.
In der Folge wird der Reformbedarf aus dem Koalitionsvertrag und der Bundestagsentschließung in dieser Legislatur nicht mehr vollständig umgesetzt. Es soll sich nämlich um die letzte BAföG-Novelle in dieser Legislaturperiode handeln, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Was ist das für ein Zeichen für die junge Generation? Nach den multiplen Krisen werden sie nun erneut Opfer, diesmal der Haushaltskonsolidierung. Der Bundesfinanzminister wiederholt öffentlich, Bildung der jungen Generation könne Sparausnahme sein. Durch den Koalitionsvertrag und die Bundestagsentschließung wurden Erwartungen geschürt, der bisherige Gesetzentwurf aber gar nicht abräumt. Prioritär ist deshalb, wir brauchen existenzsichernde Bedarfssätze inklusive des Ausbildungs- und des Wohnbedarfs. Denn die Realität ist, in Wohnheimneubauten der Studierendenwerke müssen die Mieten wegen der Kosten über 360 Euro liegen, so etwa bei 450 Euro. Aber auch im Durchschnitt liegen die Bestandsmieten in den Wohnheimen höher als 360 Euro. Wir brauchen zweitens eine dynamische Dynamisierung von Freibeträgen, Bedarfssätzen, Krankenversicherungszuschlägen, Minijobgrenze. Ohne eine Dynamisierung ist eine einmalige Existenzsicherung wertlos. Drittens, die BAföG-Freibeträge müssen Familien mit mittleren Einkommen erreichen. Das war im Übrigen schon Ziel des BAföGs 1971. Viertens, wir brauchen eine Darlehensreduzierung statt einer Erhöhung der BAföG-Rückzahlung. Steht auch im Koalitionsvertrag. Fünftens, wir brauchen eine bundeseinheitliche Digitalisierung aller BAföG-Prozesse, vom Anfang bis zum Ende. Und das im Wege einer Bund-Länder-Kooperation. Und das Letzte, wir brauchen eine grundlegende Verwaltungsvereinfachung der gesetzlichen BAföG-Vorgaben. Vielen Dank. Danke an den DSW. Wir kommen jetzt zu Wolf Dermann, arbeiterkind.de. Dankeschön. Guten Tag. Bei arbeiterkind.de müssen wir Studierende oft vom BAföG überzeugen. Das sind ja Schulden, heißt es meist. Bisher konnten wir sagen, keine Angst, die Schulden sind bei 10.000 Euro gedeckelt. Alle, denen wir das in den vergangenen gut 10 Jahren gesagt haben, hätten aber die Unwahrheit von uns gehört, wenn der Schuldendeckel, wie im Regierungsentwurf vorgesehen, angehoben werden würde. Wir können jedoch nicht dazu überzugehen, zu sagen, keine Angst, die Schulden sind bei 11.550 Euro gedeckelt, sondern wir müssten dann sagen, die BAföG-Schulden sind zwar gedeckelt, aber keine Ahnung, wie hoch der Deckel sein wird, wenn du mal zurückzahlen musst. So eine Unsicherheit beim Eingehen von Schulden schreckt immens ab und würde die Zahl der Empfängerinnen von BAföG noch weiter senken. Daher sagen wir, das BAföG steht aktuell an einem Scheideweg. Es ist offen, ob es noch attraktiv bleibt. Und das wegen der scheinbar kleinsten Änderungen in der ganzen BAföG-Novelle. Dabei ist es wegen der 5-jährigen Rückzahlungspause finanziell leicht, das BAföG ohne Darlehen auszuzahlen. Denn, wie wir in unserer Stellungnahme zeigen, müssten erst Mitte der 30er Jahre erst in signifikantem Maße Ausfälle aus der Rückzahlung kompensiert werden. Ich finde, hier liegt der ein Ball auf dem Elfmeterpunkt mit einem riesigen Schritt zu einem viel attraktiveren BAföG zu kommen, für den man wirklich groß gefeiert werden würde. Diese oder die nächste Regierung müssten diesen Ball nur noch reinmachen. Wir sind dankbar, dass unsere Hinweise zu hohen Studienstartkosten gehört wurden und nun durch die Studienstarthilfe angegangen werden. Wichtig bleibt die rechtzeitige Auszahlung der BAföG-Leistungen.
Diese wird bei der Studienstarthilfe angegangen, sofern sie so schnell zu entscheiden bleibt, wie im Regierungsentwurf vorgesehen. Die Rechtzeitigkeit wird aber ein immer größeres Problem beim BAföG selbst. Wir erhalten Berichte aus einzelnen Orten von angeblich schon 8 Monaten Bearbeitungszeit als Regel. Hier müssen Bund und Länder gemeinsam ran, weil Menschen in der Zwischenzeit in echter Armut leben müssen. Vielleicht könnte ein Teil einer grundlegenden BAföG-Reform sein, die komplette Antragsbearbeitung in die Zeit vor dem Studienbeginn zu verlagern. Wir freuen uns, weiter unsere Erfahrungen aus unserer Arbeit mit Studierenden der ersten Generation in diesen Prozess einzubringen. Vielen Dank an Wolf Dermann von Arbeiterkind, das ich auch bin. Wir kommen jetzt zu Niklas Röpke vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften e.V., FZS. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender Gehring, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Staatssekretär Brandenburg. Am Donnerstag habe ich eine Mail von meinem Studierendenwerk in Rostock erhalten. Ab Oktober steigt die Miete für jede Person in unserem Wohnheim um 15 Euro. Seit meines Einzugs vor 4,5 Jahren hat sich die Miete dadurch mehr als 50 Euro erhöht. Mag vielleicht im Vergleich zu manchen Berliner Mieten nicht so hoch klingen, aber im Vergleich dazu hat sich die Wohnkostenpauschale des BAföG im selben Zeitraum lediglich um 35 Euro erhöht. Nun können wir uns im Rostocker Wohnheim noch vergleichsweise glücklich schätzen, wenn man den bundesweiten Vergleich zieht und nicht nur auf staatlich geförderte Unterkünfte, sondern auch auf den freien Markt schaut. So kann man an den Zahlen des Moses-Mendelssohn-Instituts erfahren, dass sich die Preise in den Millionenstädten Berlin, Köln, Hamburg und München im selben Zeitraum etwa um 120 Euro erhöht haben. Ich wiederhole, die Wohnkostenpauschale hat sich im selben Zeitraum nur um 35 Euro erhöht. Bei den Lebenshaltungskosten gibt es zwar im Gegensatz zum Wohnheim keinen jährlichen Bescheid, um wie viel Euro die Inflation nun die Kosten für den täglichen Bedarf nach oben getrieben hat, doch sind die Auswirkungen nicht weniger dramatisch und auch nicht weniger im Alltag der Studierenden spürbar. Dass es heute hier eine Nullrunde bei den Bedarfssätzen gibt oder gar vielleicht nur eine Minimalerhöhung, begründet die Bundesregierung mit der Erhöhung bei der letzten Novelle, welche allerdings nicht nur durch die Inflation entwertet wurde. Nein, inflationsbereinigt hat es bei dieser Reform sogar eine Kürzung der Bedarfssätze gegeben. Das BAföG muss sich an die Höhe des Bürgergeldes anpassen, denn das ist das politisch festgesetzte Existenzminimum. Dabei müssen aber natürlich auch ausbildungsspezifische Ausgaben Berücksichtigung finden. Als Vertretung der Studierenden ist es uns wichtig, dass in Armut lebende Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden, anders als es zum Beispiel in dem heute vorliegenden Antrag der AfD auch der Fall ist. Es muss an allen Stellen des Sozialstaats nachgebessert und dringend in den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie das Schließen der Schere zwischen Arm und Reich investiert werden. Hierzu gehört es auch, sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Es ist hinlänglich bekannt, dass ein hoher Schuldenberg am Ende des Studiums Studieninteressierte von der Beantragung des BAföG abschreckt. Es ist deshalb keineswegs nachvollziehbar, dass im vorliegenden Gesetzesentwurf gerade auf diesen Schuldenberg noch einmal 1.500 Euro draufgepackt werden. Noch weniger nachvollziehbar ist es dazu, dass dies mit der Bezugnahme auf die Inflation geschehe, auf der anderen Seite jedoch die Bedarfssätze nicht mit derselben Begründung angehoben werden, auch wenn der Haushaltsausschuss dafür auch Mittel bereitgestellt hat, explizit sogar. Ich komme nicht ohnehin, es noch einmal zu betonen. Es muss das klar formulierte politische Ziel dieser Bundesregierung und auch des Parlaments sein, studentische Armut zu überwinden. Eine Welt, in der fast 40% aller Studierenden von Armut bedroht sind, kann nicht ihr und unser Ziel sein. Vielen Dank an FZS. Dann kommen wir jetzt zur Referentin für Sozialforschung, Wohnen und Statistik beim Paritätischen Gesamtverband, an Greta Schabra. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit der Stellungnahme. Die Kernfrage ist ja eigentlich ganz einfach und sie lautet: Können sich Studierende aus einkommensschwachen Familien in finanzieller Sicherheit auf ihr Studium konzentrieren, abgesichert ein Studium aufnehmen, fortführen und beenden? Und die ehrliche Antwort darauf ist: Nein, das können sie nicht, weil mit dem aktuellen Gesetzesentwurf der Grundbedarf in Höhe von 452 Euro nicht existenzsichernd ist. Zweitens: Die Wohnkostenpauschale entspricht in keiner Weise dem, was Studierende heute für ein WG-Zimmer oder eine kleine Wohnung aufbringen müssen. Und drittens müssen Studierende befürchten, dass ihre BAföG-Sätze über die Zeit an Wert verlieren und sich damit ihre finanzielle Situation verschlechtert. Meine Kinder würden mich jetzt fragen, ob man das nicht ändern kann.
Und meine Antwort wäre ja, das kann man ändern. Man sollte es auch. Aber das geht nur, indem man erstens den Grundbedarf auf ein existenzsicherndes Niveau anhebt, zweitens die Wohnkostenpauschale endlich realitätskonform bestimmt und den Mindesten in Einklang mit der Düsseldorfer Tabelle bringt. Drittens brauchen Studierende finanzielle Planungssicherheit, indem alle Elemente des BAföG regelmäßig, jährlich, automatisiert angepasst werden. Aus aktuellem Anlass hat die Paritätische Forschungsstelle heute eine Expertise zur finanziellen Lage von Studierenden vorgelegt. Daraus geht hervor, dass 80% aller alleinlebenden oder in WGs lebenden Studierenden heute von Armut betroffen sind. Das sind 4 von 5 Studierenden. Vor diesem Hintergrund ist es in keiner Weise verständlich, warum die Bedarfssätze von 2022 eingefroren werden, der Grundbedarf mehr als 100 Euro unterhalb der Regelbedarfe im Bürgergeld liegt und noch nicht einmal die Kaufkraftverluste vergangener Jahre berücksichtigt werden. Unsere Expertise geht auf den zweiten zentralen Kritikpunkt ein, nämlich die Wohnkosten. 2023 haben Studierende, die allein oder in WGs leben, zu 60% waren diese mit den Wohnkosten überlastet. Das heißt, allein 40% ihres Gesamteinkommens mussten sie fürs Wohnen ausgeben. Wir wissen bereits aus der Studierendenerhebung, dass allein 2021, und das berücksichtigt noch nicht die Mietenexplosion vergangener Jahre, die durchschnittliche Mietbelastung bei 410 Euro lag. Die Unterdeckung der tatsächlichen Wohnkosten führt im Einzelnen dazu, dass sich Studierende entweder Mietangebote annehmen müssen, die unwürdig sind, wie beispielsweise sogenannte Kellerwohnungen oder auch Estrichtwohnungen. Oder aber es führt zur systematischen Unterdeckung. Das bedeutet, die ohnehin schon nicht reichenden Regelbedarfe müssen auch noch zusätzlich fürs Wohnen aufgewendet werden. Damit komme ich zum Schluss. Wir teilen mit der Bundesregierung vollumfänglich das Ziel, das BAföG reformieren, elternunabhängiger und attraktiver gestalten zu wollen. Und wir erkennen auch an, dass es einzelne Verbesserungen im Vergleich zum Status quo mit dem aktuellen Gesetzesentwurf gibt. Aber die Kernziele im BAföG werden weit verfehlt. Ohne eine finanzielle Absicherung der Studierenden, indem man die Grundbedarfe und Wohnkosten anhebt, werden Studierende oder die, die es werden sollen, vom Studium abgehalten, Studierende in prekären Lebenslagen ausgesetzt und damit Bildungs- und Berufschancen verhindert. Deshalb mahnen wir dringend dazu an, die Haushaltsmittel vollumfänglich abzuschöpfen und die Lage von Studierenden endlich zu verbessern. Vielen Dank. Danke an Frau Schabram. Jetzt kommen wir zur geschäftsführenden Leitung des Instituts für Wirtschaftspolitik und Center für wirtschaftspolitische Studien von der Leibniz-Universität Hannover, an Herrn Professor Stefan Thomsen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung in diesen Ausschuss, um Stellung zu nehmen. Vorredner, ist Ihr Mikro an? Falls ja, gehen Sie bitte näher dran. Ja, ich habe auf Rot. Jetzt hört man mich? Ja. Die Vorredner haben bereits angesprochen, dass eben 2 zentrale Kritikpunkte geäußert werden. Das zeigt ja auch die Stellungnahme des Bundesrats und der Oppositionsparteien in die Fragen der Bedarfsgerechtigkeit, und für mich steht aber auch die Wirksamkeit des BAföG sehr im Mittelpunkt. Wir haben gesehen, dass die Anstiege der Wohnungsmieten und die Inflation natürlich eine große Rolle gespielt haben in den letzten beiden Jahren, und es wird sehr stark mit der Quote der geförderten Studierenden argumentiert. Und dazu muss ich sagen, dass die zutreffende Beobachtung einer rücklaufenden geförderten Quote keine Aussage über die tatsächliche Verschlechterung der Situation zulässt, auch wenn das nicht auszuschließen ist. Zum einen wird in einem Land, das ein sehr starkes Bruttoinlandsproduktwachstum in den letzten Jahren hatte, eben ein Wohlstandseffekt zum Tragen kommt, der es eben einfach stärker und einfacher macht, eben das Studium selbst zu tragen. Es sind aber auch die Verhaltenseffekte, die angesprochen wurden, über die Information und das Interesse. Was deutlich ist, dass der monatliche BAföG-Satz unterhalb der studentischen Ausgaben liegt. Und wir haben das prognostiziert, dass die in diesem Jahr vielleicht bei 969 oder 986 Euro liegen müssten. Aber auch das rechtfertigt keine pauschale Anhebung auf diese Sätze. Denn wenn man zurückgeht bis zum Jahr 2000 und sich die ganzen Anhebungen und Entwicklungen des BAföGs anschaut, dann sieht man, dass in der Regel die durchschnittlichen BAföG-Sätze unterhalb der Ausgaben lagen, und mit gutem Grund, weil in diesen Ausgaben, die die Sozialerhebung ausweist, eben auch Aufwendungen enthalten sind, die über den steuerfinanzierten sozialleistungsrechtlichen Bedarf hinausgehen. Das muss man deutlich sagen. Und die Differenzierung im Land ist offen und klar, aber die Frage ist, kann man das mit einem Pauschalsatz erledigen? Ich glaube nicht, da würden andere Dinge passieren. Die Förderquote, da will ich kurz darauf eingehen, die Anhebung der Förderquote
Sätze und Förderquoten führt immer dazu, dass sich auch die Bedarfssätze erheben. Das muss man deutlich sagen. Nicht der Höchstsatz, aber die anderen Sätze für alle Betroffenen. Hier finde ich schwierig, dass man diese Anhebung vornimmt, ohne eine entsprechende Bedarfsprüfung vorzunehmen. Denn im Prinzip wie eine Gießkanne werden ja nun alle Bedarfssätze unterhalb der Förderung der Höchstsätze angehoben. Und auch da müsste man sich fragen, inwieweit ist das gerechtfertigt. Meine Ausführung kommt im Prinzip zu dem Schluss, dass wir einfach zu wenig wissen. Und deswegen plädiere ich ganz stark dafür, den in Paragraph 55 gemachten Hinweis, dass keine Evaluation notwendig ist, abzulehnen und eine Wirksamkeitsevaluation wirklich ins Gesetz zu schreiben, um diese Fragen mal zu klären. Erreicht das BAföG die Ziele, die es erreichen will, mehr Studierende, die erfolgreich sind? Und nur durch eine Kausalevaluation würden wir die Ziele der Bildungsbeteiligung und Chancengerechtigkeit endlich unmittelbar in Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen stellen und beurteilbar machen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau, heute hier als Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Frau Professor Dr. Ulrike Tippe. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ich spreche hier für die HRK und die HRK ist so sehr wohl der Ansicht, dass mit einer Förderquote von 12% das BAföG schon lange nicht mehr die zentrale Rolle bei der Herstellung chancengerechter Bildung einnimmt, die sie bei der Einführung vor fünf Dekaden durchaus gehabt hat. Wir nehmen sehr wohl positiv zur Kenntnis, dass mit dieser 29. Änderung strukturelle Verbesserungen, kleinerer Art, aber wirklich wichtiger Art, durchgeführt worden sind. Aber die grundsätzliche Fehlentwicklung nach unserer Einsicht wird dadurch nicht ausgeglichen. Wir begrüßen sehr die Einführung eines Flexibilitätssemesters, wenngleich wir grundsätzlich sagen würden, zwei Semester entsprechen mehr der Lebensrealität. Und wir begrüßen auch sehr die Erleichterung von Fachrichtungswechseln und Einführung einer Studienstarthilfe. Leider steht diese Studienstarthilfe nicht allen BAföG-Berechtigten zur Verfügung und ist relativ aufwendig in Bezug auf die Nachweispflichten, sodass man einfach auch schauen muss, inwieweit das also genutzt wird und die Ziele erreicht werden. Die Erhöhung der Freibeträge um nur 5% erscheint uns angesichts der Inflation und Einkommensentwicklung, wie auch schon bereits mehrfach angedeutet, bei weitem nicht ausreichend, um also auch wirklich eine signifikante Erhöhung der Förderquote zu erreichen. Außerordentlich bedauern wir, dass von der dringend erforderlichen weiteren Anpassung der Förderhöchstsätze an die Inflation und damit auch der Lebensrealität der Studierenden abgesehen wurde und aus unserer Sicht somit erneut eine Chance vergeben wurde, einen regelmäßigen Anpassungsmechanismus in das BAföG einzuführen. Das ist aus unserer Sicht vor dem Hintergrund der Nichtausschöpfung der vom Haushaltsausschuss zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 150 Euro besonders problematisch. Abschließend noch ein kleiner Hinweis, der möglicherweise für uns alle, die wir hier im Raum sind, nicht so die ganz große Rolle spielen würde, aber die Rückzahlungsrate des Darlehensanteils von 130 auf 150 Euro, 20 Euro, wie gesagt, relativ vielleicht wenig oder auch relativ viel, ist aus unserer Sicht einfach von der Symbolik nicht das Richtige. Weil wir schon mehrfach auch gehört haben, dass gerade die Zielgruppe, die wir erreichen möchten, eben also doch das Risiko scheut, sich zu verschulden. Und alleine zu hören, dass die Rückzahlungsrate oder der entsprechende Anteil eben erhöht wird, ist einfach kontraproduktiv. Das ist psychologisch aus unserer Sicht nicht günstig. Also wir müssen insgesamt feststellen, dass die mit dem Koalitionsvertrag versprochene grundlegende Struktur Reform des BAföG nicht erreicht worden ist und hoffen sehr und fordern eigentlich dann in dem Sinne auch den BAföG jetzt mit mutigen Reformschritten. Einige Anregungen sind ja schon hier dargelegt worden, eben also auch weiter auf dem Weg zu helfen, um also auch den Weg zu einer chancengerechten Bildung weiter zu ebnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns erstmal bei allen Sachverständigen für die Eingangsstatements und ich eröffne jetzt die berichterstattenden Runde und bis Beginn für die Fraktion der Sozialdemokratie Kollegin Dr. Lina Seitze.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige. Auch ich möchte mich bedanken für Ihren Sachverstand hier in der Anhörung, aber auch für die vielen Stellungnahmen, die Sie uns in den letzten Monaten und eigentlich ja auch schon Jahren zur Verfügung gestellt haben. Es wurde hier schon gesagt, das BAföG ist elementar für die Herstellung von Chancengleichheit in der Bildung. Es ist die einzige Sozialleistung, auf die Studierende Anrecht haben. Und insofern müssen wir da einiges nachlegen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, das BAföG endlich auf die Höhe der Zeit zu bringen und an die Lebensrealität der Studierenden anzupassen. Und deswegen beraten wir jetzt hier in dieser Legislaturperiode 2,5 Jahre nach der Verabschiedung des Koalitionsvertrags jetzt auch schon die dritte Novelle. In der ersten Novelle lag der Schwerpunkt auf die deutliche Erhöhung der Elternfreibeträge um über 20%, um eben von diesen damals noch 11%, jetzt sind es 12%. Wir hoffen, hier noch eine weitere Steigerung hinzubekommen, der BAföG-beziehenden Studierenden diese Zahl zu erhöhen. Die zweite Novelle, da wurde ein Nothilfemechanismus eingeführt. Und jetzt in der dritten Novelle geht es vor allen Dingen eben auch um einige strukturelle Dinge wie die Einführung der Studienstarthilfe, aber eben auch sowas wie das Flexibilitätssemester und die Erleichterung des Fachrichtungswechsels. Meine erste Frage möchte ich gerne an Niklas Röpke stellen. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn aus Studierendensicht diese zwei Elemente, nämlich die Einführung des Flexibilitätssemesters und diese Erleichterung des Fachrichtungswechsels, bewerten. Herr Röpke. Vielen Dank. Das Flexibilitätssemester ist erstmal eine sehr gute Neuerung, gerade da ja auch die Regelstudienzeit deutlich über den 10 Semestern, die einem für Bundesbachelor- und Masterstudium braucht, liegt. Dennoch ist zu kritisieren, dass der Paragraph 46, also der Leistungsnachweis, jetzt immer noch bei dem aktuellen Stand liegt und nicht verändert wurde. Und es ist auch anzumerken, dass die durchschnittliche Studienzeit ja doch bei circa 2 Semestern liegt, wie auch schon die HAK angemerkt hat. Das heißt, es ist dann noch deutlich Besserungsbedarf, jedoch macht es, bringt es dann schon einen merkbaren Vorteil zum Teil für Studierende. Weitere Fragen? Meine zweite Frage würde ich gerne an Sonja Bolenius vom DGB richten. Sie haben erwähnt, dass Sie sich dafür einsetzen, dass das BAföG wieder ein Vollzuschuss wird, mit dem Hintergrund, dass insbesondere für Studierende oder Studienanfängerinnen und Anfänger aus Familien, wo der soziale oder der finanzielle Hintergrund etwas schwieriger ist, ja von diesen Schulden, die da das BAföG natürlich am Ende doch darstellen, abgeschreckt werden. Jetzt wäre meine Frage, inwiefern Sie die Erhöhung der Rückzahlungsobergrenze, so wie sie im Entwurf vorgesehen ist, vor dem Hintergrund dieser Aussage bewerten. Frau Bolenius. Ja, vielen Dank. Ja, das ist im Grunde genommen, ist das schon auch von den anderen Sachverständigen angesprochen worden. Ich halte das auch für ausgesprochen kritisch, denn gerade die Kernklientel, die das BAföG erreichen soll, die von zu Hause aus wirklich nicht die Mittel mitbekommen, um ihr Abitur oder auch ihr Studium zu realisieren oder auch eine schulische Ausbildung, BAföG ist ja mehr als Studierenden-BAföG, sind natürlich die große Sorge haben vor Schulden, weil häufig in den Familien auch eine negative Schuldenerfahrung vorliegt und dass die Kinder sind, die abgeschreckt werden davon und dann vorziehen, sich das Studium entweder durch Jobben zu ermöglichen, was das endlos in die Länge zieht und eigentlich nicht Ziel der Übung sein sollte, oder eben ganz von einem Studium absehen und dann in eine Ausbildung gehen, weil sie hoffen, so ihr Leben besser finanzieren zu können. Also ich halte das auch für ein fatales Signal. Und ich glaube nicht, dass das von der Substanz so viel bringt, dass sich die Bundesregierung das wirklich antun sollte und das auch den Studierenden nicht antun sollte. Also ich hoffe sehr, dass das zurückgenommen wird, weil da eine Inflationsanpassung reinzubringen und bei den Bedarfssätzen nicht, das ist wirklich ein fatales Signal. Und bei dem Flexsemester vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis. Ich finde das auch erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist super. Würde mir auch 2 Semester wünschen, weil das auch alle Zahlen sagen. Was ich schwierig an dem Konzept finde, ist, dass es sehr bürokratisch ist. Eigentlich reden wir doch über Bürokratieerleichterung. Also warum bei dem Flexsemester wieder so viel Beantragung? Warum nicht einfach 1 Semester drauf? Ohne zusätzliche Bürokratie und Beantragung. Das ist in der Umsetzung günstiger. Die Leute können sich darauf verlassen. Machen Sie es doch bitte einfacher. Das wäre super. Danke.
Dankeschön für die CDU-CSU-Fraktion, Kollegin Katrin Staffler. Ja, vielen Dank für das Wort. Und ich muss sagen, es ist schon ein Stück weit spannend, dass wir heute hier diese Anhörung zu diesem Zeitpunkt machen, wo wir hören, dass gleichzeitig offensichtlich das Kabinett diskutiert über eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag. Also man hätte die Anhörung davor machen können, um dann über diesen Änderungsantrag auch mitzusprechen. Oder man macht es danach und schaut dann, was auf dem Tisch liegt. So diskutieren wir jetzt so ein bisschen ins Blaue hinein. Nichtsdestotrotz, dann beschäftigen wir uns eben mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und dazu würde ich meine erste Frage gerne richten an Frau Schabram. Sie haben gerade berichtet von der beziehungsweise von der Veröffentlichung der Sozialerhebung, die Sie gemacht haben. Und dazu hat Ihr designierter Hauptgeschäftsführer erklärt, studentische Armut ist real. Mehr als ein Drittel aller Studierenden leben unter prekären Bedingungen. Sie haben das vorhin auch noch im Detail ausgeführt. Wie würden Sie denn unter dem, was Sie heute Morgen veröffentlicht haben, einordnen? Es ist ja versprochen worden, die große strukturelle Reform des BAföGs. Wie ist Ihre Einordnung im Zusammenhang mit dem, was Sie da jetzt eben auch veröffentlicht haben? Und gleichzeitig dann eben auch die Frage an Herrn Röpke. Das dritte Upgrade fürs BAföG wurde versprochen. Wie sehen Sie denn diese Aussage? Wie bewerten das die betroffenen Studierenden? Danke. Frau Schrabran. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich habe es ja schon im Eingangsstatement deutlich gemacht, dass eine große strukturelle Reform doch die zentralen Elemente des BAföG tangieren muss. Und die zentralen Elemente, da muss man doch niemandem eigentlich was anderes erzählen, liegen in dem Grundbedarf, dem, was Studierende jeden Monat zur Verfügung haben, und dem, ob sie damit irgendeine Mietwohnung finden. Und beides ist völlig unzureichend. Die Bedarfssätze sind, wie gesagt, schon seit Jahren total niedrig und überhaupt nicht existenzsichernd. Und jetzt erfolgt noch nicht mal aufgrund dieser ohnehin schon viel zu geringen Basis eine Anpassung auf die offenkundigen und in jeden Zahlen zu findenden Kaufkraftverluste. Von daher können wir da von einer Reform aus unserer Sicht in keiner Weise sprechen. Unsere Zahlen machen es deutlich. 36% aller Studierenden sind arm. Gucken wir uns die an, die eben wirklich alleine oder in WGs leben, sind wir bei 80%. Und im Übrigen, um noch eine weitere Zahl zu nennen, 60% dieser alleinlebenden Studierenden geben auch an, unerwartete Ausgaben in höherer Größenordnung nicht bestreiten zu können. Also wir haben es tatsächlich mit einer Lebenslage zu tun, wo alles zum Problem wird. Die Wohnung, das, was man monatlich zur Verfügung hat. Und wenn dann noch irgendwelche Kosten obendrauf kommen, wir kennen alle Heizkostennachrechnungen aus den vergangenen Jahren, dann hat man ein massives Problem. Und das Problem ist natürlich gerade bei denjenigen besonders groß, die dann eben kein Elternhaus haben, die mal eben ein paar hundert Euro zur Verfügung stellen, sondern die wirklich aus eigener Kraft ihr Studium bewerkstelligen müssen. Und mit diesen, von daher ist es völlig unverständlich, dass man diese Studierenden mit der aktuellen Reform alleine lässt. Vielen Dank. Danke an den Paritätischen, Niklas Röpke, FZS. Die Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag ja auch vollmundig angekündigt, dass der Darlehensanteil sogar gesenkt werden soll. Und heute debattieren wir darüber, dass der Schuldenberg, der am Ende noch vielleicht noch größer wird, nur nicht so viel größer wird. Also dafür, dass das die finale Reform ist, bleibt die Koalition da doch hinter ihren Versprechen auch weitaus zurück. Es wurde gerade schon von Frau Schrabram erörtert, dass die Sätze, die Wohnkostenpauschale, eigentlich das ganze BAföG noch fernab der Realität ist und wir über Änderungen diskutieren, die zwar in eine richtige Richtung gehen, aber am Ende doch der Realität nicht nachkommen. Ich habe eingangs von dem Wohnkostenanteil und der Entwicklung der Mieten berichtet, die ja gerade um das Jahr 2021/22 einen ordentlichen Sprung erlebt haben, also innerhalb der Inflation. Worauf hier mit diesem Entwurf auch gar nicht reagiert wird. Gerade ja auch mit der Befürchtung, dass jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre mit der anstehenden Bundestagswahl keinerlei Reformen geben wird, also auch keine Nachbesserung, braucht es dann entweder 2026 mit einer neuen Regierung, wie auch immer die dann ausgestaltet sein mag, entweder eine nochmal deutlichere Reform oder dann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon eine ordentliche, weshalb wir auf den parlamentarischen Prozess dann noch mal ganz stark pochen, weil da eben von dem aktuell vorgelegten Entwurf von der FDP-Ministerin deutlich Nachbesserungsbedarf ist. Da hoffen wir auf die progressiven Kräfte im Parlament. Ultra kurze Nachfrage noch. Ja, die Nachfrage ginge dann in Richtung des Staatssekretärs. Also man hofft auf das parlamentarische Verfahren. Wie sieht denn der Kabinettsbeschluss von heute aus?
Dann parlamentarischer Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg. Unser ja, ich möchte darauf verweisen, dass nicht das Kabinett beschließt, was am Ende im Parlament beschlossen wird, sondern dass das Kabinett auf Bitten von Fraktionen Formulierungshilfen zur Verfügung stellt. Und letztendlich meines Erachtens, soweit ich informiert bin, auch die Einigung der Koalitionsfraktionen, der Beschluss derzeit noch nicht vorliegt. Bitte deshalb um Verständnis, dass ich auch kommunikativ in diesen parlamentarischen Vorgang aus Respekt vor dem Parlament nicht eingreifen werde. Damit kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Berichterstatterin Kollegin Laura Kraft. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute hier sind. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da noch mal drüber sprechen. Und ich fand das auch schon sehr beeindruckend, was Sie auch uns schon mitgegeben haben. Und das Thema Wohnen hat sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass das so ein Dreh- und Angelpunkt ist, weil das sehr, also weil das halt die Lebenslage von den Studierenden besonders bedrückt letztendlich. Da möchte ich darauf hinweisen, da würde mich auch interessieren, wie Sie dazu stehen, dass wir ja auch in dieser Koalition das Programm Junges Wohnen mit auf den Weg gebracht haben, mit einem Fördervolumen von 500 Millionen. Das ist auch, glaube ich, schon einiges, weil wir ja auch feststellen, es reicht gar nicht, wenn wir nur im BAföG da in dem Bereich was machen, sondern es muss ja auch ein besseres Angebot für Studierende geben. Vielleicht können Sie da das nochmal einordnen, genau vom DSW, ob das auch schon irgendwie ankommt oder wie Sie da generell zu diesem Programm stehen. Und auch andere Elemente, wie zum Beispiel ein Semesterticket, bundesweit gültiges, haben wir ja auch mit auf den Weg gebracht, analog zu einem Deutschland-Ticket. Ich glaube, dass das dann in der Krise auch noch mal ein kleines Element gewesen, was Studierende ganz konkret entlasten kann. Ich habe aber auch noch eine Frage an Herrn Dehrmann von Arbeiterkind, weil BAföG ist ja eigentlich auch ein Instrument für ein Aufstiegsversprechen. Und vielleicht können Sie dann noch mal sagen, inwieweit das jetzt eigentlich in Gefahr steht im Vergleich zu den Jahren zuvor, weil wir erleben ja jetzt auch, dass Studierende mitten im Studium ihr Studium abbrechen. Und vorher war ja eher so die Gefahr, dass sie gar nicht erst beginnen. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern. Danke. Herr Börsel, DSW. Sie sprachen dieses Programm an, studentisches Wohnen. Das ist, hört man mich? Ja, heißt okay. Junges Wohnen ist für Azubis und Studis, ja. Okay. Und das ist ein gutes Programm. Das ist ein Programm, wo die Länder ebenfalls noch Geld dazulegen. Wir haben aber derzeit eben nur Wohnheimplätze für 10% der Studierenden. Wenn das mehr wird, haben wir eine höhere Quote. Aber es reicht keinesfalls dafür aus, dass gerade Gruppen, die wenig Geld zur Verfügung haben, dann tatsächlich einen Wohnheimplatz brauchen. Wohnheimplätze brauchen insbesondere, weil eben der Wohnbedarf des BAföG so niedrig ist, BAföG-Geförderte und internationale Studierende. Internationale Studierende, weil bei denen noch das Problem dazukommt, dass sie auf dem freien Wohnungsmarkt auf unerklärliche Weise keine Wohnung bekommen. Und da steckt eventuell Diskriminierung dahinter. Und Diskriminierung gibt es bei Wohnheim nicht. Und deshalb sind die Studierendenwohnheime auch besonders wichtig. Im Übrigen glaube ich, dass man kann es ja auch genereller sehen. Ich glaube, wir haben überhaupt kein Informationsdefizit. Alle Zahlen liegen offen. Wie hoch müssten die Freibeträge und Bedarfssätze angehoben werden? Steht ganz genau im BAföG-Bericht drin. BAföG-Bericht vom Dezember, da wird gesagt, die Einkommen, die für die Freibeträge relevant sind, müssen um 12,2% steigen. Die Inflation für die Kaufkraft der Bedarfssätze 7,8%. Wissen wir alle? Was passiert? Die Freibeträge sollen um 5% angehoben werden.
die Bedarfssätze erstmal nicht. Also es gibt kein Informationsdefizit. Gibt es ein Erkenntnisdefizit? Nein. Im Koalitionsvertrag steht drin, man muss die Freibeträge und Bedarfssätze regelmäßig anpassen, auch eine Dynamisierung von Krankenversicherungszuschlägen, Minijobgrenze und so weiter, steht alles drin. Also ein Erkenntnisdefizit haben wir auch nicht, aber wir haben Umsetzungsdefizit. Das, was als richtig erkannt wurde, wird nicht in der 29. BAföG-Novelle, die die letzte Novelle in dieser Legislatur sein soll, umgesetzt. Und da liegt das Problem. Deutschland-Ticket? Okay. Sie müssten langsam zum Schluss kommen, aber Sie dürfen den Satz zum Deutschland-Ticket noch vollenden. Ist natürlich positiv, aber wiegt es nicht auf, was das Defizit an einer Bedarfs- und Freibetragsanhebung da ist. Danke. Okay. Für Herrn Dermann bleibt jetzt leider keine Zeit mehr. Wir kommen zu Ria Schröder für die FDP-Fraktion. Ja, erstmal möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken für ihre Einlassung. Möchte an der Stelle aber auch kurz anmerken, dass wahrscheinlich auch FZS und der Paritätische verwundert darüber sind, dass sie auf Vorschlag der Union heute hier sind. Ich kann mir vorstellen, dass der RCDS sich darüber auch wundert. Ich glaube dennoch, dass wir insgesamt die BAföG-Pakete, die wir ja auch in dieser Legislaturperiode schon zum Teil beschlossen haben und auch das, was wir jetzt vorliegen haben, dass man das schon auch ein Stück weit als Gesamtpaket sehen muss. Wir haben ja auch daneben, auch außerhalb des BAföGs an verschiedenen Stellen, auch beispielsweise vor dem Hintergrund der gestiegenen Heizkosten, die Heizkostenzuschüsse auch für die BAföG-Empfängerinnen und Empfänger zur Verfügung gestellt, die einmal die Energiepreispauschale, die auch allen Studierenden zugute kam. Das heißt, wir sind auch außerhalb des BAföGs tätig geworden, weil wir natürlich gesehen haben, dass die Inflation und auch die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten Studierende auf eine besondere Weise auch betreffen. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass wir natürlich im Moment, auch das hat mit dem russischen Angriffskrieg zu tun, in einer haushalterisch schwierigen Lage sind. Wir sind da in Gesprächen. Aber ich will auch sagen, dass wir, dass das Steuergeld auch kein Geschenk ist, was wir jetzt irgendwie verteilen können, sondern auch das, was der Haushaltsausschuss da zur Verfügung gestellt hat, auch vor dem Hintergrund der anhängigen Sache beim Bundesverfassungsgericht ist. Das heißt, es ist kein Spielgeld oder so, es ist auch nichts, was man einmal ausgibt und dann in den Folgejahren kommt das einfach wieder. Es ist kein Baum, der wächst und gedeiht, sondern wir haben dann einen Bundeshaushalt mit seinen Grenzen. Ich glaube, das müssen wir auch in der schwierigen Lage beachten, ohne damit sagen zu wollen, dass wir nicht das Nötige und das Mögliche tun. Ich möchte eine Frage an Herrn Thomsen richten. Zum einen bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie auch mal Zahlen genannt haben, weil wir hören viel, es muss mehr Geld sein, aber wirklich konkrete Überlegungen, wie hoch das BAföG sein muss, da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie da auch auf die Prognose verwiesen haben und auch für Ihren Appell an die Evaluation. Sie haben aber auch ein Stück weit der pauschalen Anhebung des BAföGs eine Absage erteilt. Ich will da noch mal darauf eingehen und Sie fragen, wie muss denn nach Ihrer Einschätzung eine Anhebung von den verschiedenen, wir haben ja Freibeträge, Bedarfssätze, Wohnkostenzuschläge, wie muss denn da eine Anhebung Ihrer Meinung nach aussehen? Ja, vielen Dank. Herr Thomsen. Vielen Dank. Die pauschale Anhebung, und das ist bei so einer Massenleistung eben so ein bisschen schwierig, wird in den unterschiedlichen Lebenslagen in der Bundesrepublik nur bedingt gerecht. Das ist eben die Schwierigkeit. Und das, was wir haben, sind Durchschnittswerte oder auch Verteilungswerte. Und wir hören immer bestimmte Aspekte der Verteilung, die besonders prekär sind. Wir hören aber weniger über die Lagen, wo vielleicht die Leistung auch ohne Zuschuss möglich wäre. Und für mich ist daher wichtig, dass wir nicht nur Gründe ins Feld führen, sondern auch Dinge belegen. Und das war mein Appell eben für die Wirksamkeitsuntersuchung, wirklich mal zu gucken, wenn wir eine Freibetragsgrenze anheben, erreichen wir sicherlich viele, die vorher nicht studieren konnten und das dadurch möglich machen. Aber wir erreichen auch welche, die vorher und nachher auch studieren könnten. Wir wissen es schlicht nicht. Und das sind die Dinge, die wir auch mit der Sozialerhebung alle 4, 5 Jahre nicht abbilden können. Und die
da bin ich auch mit dem DSW nicht überein. Es sind viele Informationen auf dem Tisch, aber es sind eben nicht die Was-wäre-wenn-Fragen zu beantworten und auch die Ziele und die Wirksamkeit. Erreichen wir durch die jetzigen Anheben wirklich die Ziele oder erzeugen wir Mitnahmeeffekte? Das muss ich als Ökonom ganz klar sagen. Und Sie haben es angesprochen, es ist Steuergeld, es ist viel Geld, über das hier gesprochen wird. Und nur wenn das Studium erfolgreich und zielgerichtet ist und wir wirklich auch effizient damit umgehen, dann ist es aus meiner und aus ökonomischer Sicht eben auch begründbar, so zu machen. Noch Frage? Ja. Es wurde ja eben auch über das Thema Leistungsnachweise gesprochen. Sie haben jetzt gerade angesprochen, zielgerichtetes Studium. Ich würde Sie gerne fragen, wie stehen Sie zu der Frage Abschaffung von Leistungsnachweisen und wie bewerten Sie, was ja eben auch angesprochen wurde, dass das Flexisemester auf 2 Semester erhöht werden sollte? Ist das Ihrer Meinung nach, wäre das der richtige Weg? Auch an Herrn Thomsen nehme ich an. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Ich finde das Flexisemester sicherlich nachvollziehbar vor dem Hintergrund der Lebenslagen. Wir haben es gehört, die durchschnittliche Studiendauer ist länger als die Regelstudiendauer. Ökonomisch, und das zeigen ja auch viele Analysen, muss man aber Anreize setzen, die natürlich dazu führen, dass man versucht, in den Rahmenbedingungen voranzukommen. Und deswegen ist die Frage, ob man 1 oder 2 Flexisemester macht, mit 2 Problemen aus meiner Sicht verbunden. Das eine ist eben die Rückzahlbarkeit. Man könnte es ja auch als zinsfreies Darlehen anbieten. Dann hätte man eine gewisse Flexibilität. Das zweite ist, wir haben in der Ökonomik immer so Out-of-the-Woodwork-Effekte. Wenn man eine Leistung einführt, wird diese Leistung dann immer ausgeweitet in den nächsten Runden. Und man kommt von einem Semester zum zweiten Semester. Und wir sind am gleichen Punkt, den ich eben hatte. Die Begründung, wie viele sind denn nun wirklich richtig und wichtig? Und dass wir ein bisschen die Leistung korrigieren sollten reporten sollten, ist schon wichtig, weil es eben um eine Steuerleistung geht, die ausgezahlt wird. Und da muss auch eben eine Gegenleistung da sein, eben auch im Sinne aller Steuerzahler. Danke, danke. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion, Dr. Götz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite an alle Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Hier mündlich und schriftlich sind uns ja auch einige zugegangen. Ich muss eingangs doch noch mal anknüpfen an das, was die Frau Kollegin Staffler schon angedeutet hat. Wir haben ja fast eine kafkaeske Situation jetzt. Wir diskutieren über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem inzwischen, so ist unser Eindruck, nicht einmal die regierungstragenden Fraktionen noch glücklich sind. Und ebenso sind ja auch die Stellungnahmen von den Sachverständigen eigentlich durch die Bank, cum grano salis, eher negativ gewesen. Und nun hoffen wir auf die Rettung, nicht aus den Fraktionen selbst, da ist scheinbar diese Kompetenz nicht vorhanden, sondern eine Formulierungshilfe, ausgerechnet der Bundesregierung, auf die warten wir nun. Und dann soll also dieser offenbar unzulängliche Gesetzentwurf besser werden. Naja, wir sind gespannt. Wir erkennen 3 Hauptprobleme. Einmal, ja, Herr Thomsen, es ist richtig, wir müssen mit Steuergeld zuverlässig umgehen. Aber bei einer präzisen Steuerung muss man sagen, dass diejenigen, die wirklich bedürftig sind, hier natürlich mit den Sätzen nicht auskommen. Es hinkt weit hinter dem Bedarf hinterher. Das ist das erste Problem. Zweitens, wir haben nach wie vor ein großes Bürokratieproblem. Dem wird auch mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht abgeholfen. Und drittens erkennen wir auch das hier angesprochene Problem der Zwangsverschuldung durch Koppelung des Zuschusses an das Darlehen. Auch dazu haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Ich möchte die erste Frage adressieren an Herrn Professor Thomsen zum Bereich Demokratieabbau. Das Prüfungsverfahren ist ja sehr langwierig, was auch damit zu tun hat, dass ausführliche Nachweise aus verschiedenen Stellen beigebracht werden müssen. Wäre es vielleicht denkbar, durch geeignete Verfahren der Digitalisierung oder durch Zustimmung der Studenten selbst, dass dieses Prüfverfahren beschleunigt wird, indem der Abgleich der Daten von den zuständigen Stellen selber vorgenommen wird? Oder haben Sie andere Vorschläge vielleicht, wie man hier zum Bürokratieabbau beitragen könnte? Herr Thomsen. Ja, vielen Dank. Bürokratieabbau, das war jetzt in der Nachfrage. Ich sehe den Punkt sehr wohl, so wie Sie. Man könnte eben in der ersten Beantragung eine Abfrage machen, dass eine Zustimmung zur Datenverknüpfung kommt. Denn das wäre sehr wichtig, dass wir im Prinzip über die Studierenden Daten auch von den Hochschulen zuspielen, auch von den Sozialversicherungen, um auch die Wirkungsevaluation durchführen zu können und zu wissen, wo gehen die in den Beruf, um auch Fragen mal zu klären, sind 10.000 Euro oder 11.500 Euro ein Schuldenberg bei einem durchschnittlichen Gehalt eines Akademikers, einer Akademikerin im Arbeitsmarkt. Das sind alles Fragen, die sind sehr wesentlich. Die Bildungsökonomie
ökonomische Forschung zeigt, das sind eher Informationsprobleme als wirklich Belastungsprobleme. Und ich glaube, man könnte durch einen frühen Abgleich, durch eine frühe Zustimmung der Studierenden zur Datenübermittlung viele dieser bürokratischen Hürden abbauen und eben viel mehr Informationen zusammenspielen und Erkenntnisse bereitstellen. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine zweite Frage an Herrn Wolf Dermann von Arbeiterkind. Sie schreiben ja in Ihrer Stellungnahme, Zitat, dass ein Verzicht auf einen Darlehensanteil beim BAföG die geförderten Quote womöglich unmittelbar verdoppeln könnte. Und in der Tat haben wir auch viele Umfragen gezeigt, die man ja gemacht hat, dass tatsächlich diese Verschuldungsangst ein wesentlicher Grund dafür ist, dass so wenige noch das BAföG in Anspruch nehmen. Wie sehen Sie das? Könnte man tatsächlich mit einem Optionsmodell, dass also man es freistellt, ob man wirklich das Darlehen noch dazu nimmt oder vielleicht auch sich mit dem Zuschuss begnügt, könnte dadurch die geförderten Quote steigen. Wir schlagen das ja in unserem Antrag vor, hier diese Zwangskoppelung aufzulösen. Was halten Sie davon? Herr Dermann. Ja, vielen Dank. Also der Verzicht auf ein Darlehen hatten wir auch tatsächlich geschrieben, dass das wirklich eine riesige Chance ist, weil man damit alle Verschuldungsängste aufhebt und es ein riesiges Signal ist, man kehrt zurück zum BAföG aus der Zeit von Willy Brandt und Walter Scheel, was ja auch als Vollzuschuss geleistet wurde. Und man setzt ein riesiges Signal, ein Aufbruchssignal, hat damals auch tatsächlich gewirkt. Die Trennung zwischen von Zuschuss und Darlehen. Ich glaube, da liegt meiner Ansicht nach sogar das Genie in der Variante, die uns Bundesbildungsminister Möllermann damals beschert hat, das miteinander zu koppeln. Denn die Studierende mit Verschuldungsängsten, über die wir ja sprechen, die würden ein Darlehen versuchen, immer zu vermeiden, ein Darlehen zu nehmen. Und durch diese Kopplung des Darlehens an den Zuschuss sind die dann bereit, das Darlehen zu nehmen, weil da hängt ja auch der Zuschuss dran. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so eine sehr schlaue Idee von damals Bundesminister Möllermann gewesen, das zu koppeln. Und ich würde dafür werben, das immer noch aneinander ranzupacken, weil sonst wird einfach nur der Zuschuss genommen und dann wird der versucht, mit Arbeiten gehen und noch mehr Arbeiten gehen, den Rest aufzufüllen, wenn man keine Schulden machen will und man die Option dazu bekommt. Nicht. Dankeschön. Gruppe Die Linke, Kollegin Nicole Gulke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Sachverständigen für die auch sehr eindringlichen Appelle. Ich hoffe, dass die sozusagen jetzt auch hier aufgenommen werden, vor allem natürlich bei den Seiten der regierungstragenden Fraktionen. Vielleicht noch eine Vorbemerkung und Erwiderung an die FDP. Ich finde die haushalterisch schwierige Lage, auf die hier verwiesen wird, die ist natürlich nicht nur ganz von außen induziert, nicht nur zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg verursacht, sondern es hat ja auch was mit eigenen politischen Entscheidungen zu tun, zum Beispiel mit dem Festhalten an der Schuldenbremse und anderen Entscheidungen. Und insofern, glaube ich, muss man da auch gucken, wie man sich einen größeren Handlungsspielraum verschafft. Ich habe zwei Fragen an den Vertreter des FZS. Einmal zur Einführung des Flexisemesters. Im Gesetzentwurf ist momentan diese Anrechnungsfreiheit ja nur auf drei Fälle bezogen, Behinderung, Schwangerschaft oder Kindererziehung. Jetzt kann es aber natürlich auch Fälle geben, Pflege zum Beispiel von Angehörigen oder auch hochschulische Gremienarbeit. Deswegen möchte ich gerade noch mal an Sie fragen. Sehen Sie denn den gesellschaftlichen und hochschulischen Stellenwert von Gremienarbeit im BAföG generell überhaupt angemessen abgebildet? Welche Regelungen bräuchte es vielleicht, um auch die hochschulische Gremienarbeit da irgendwie noch zu integrieren? Und ich frage auch generell, müssen so Verlängerungsmöglichkeiten in der heutigen Zeit mit den anhaltenden Angriffen auf die Demokratie nicht auch eigentlich auch das allgemeine Ehrenamt umfassen? Niklas Röpke. Vielen Dank für die Frage. Genau dazu waren wir in der letzten Zeit auch unter anderem mit dem Deutschen Bundesjugendring im Gespräch, die exakt das auch kritisieren, dass ehrenamtliche Tätigkeiten, sei es in der Hochschulpolitik, aber auch in den Gewerkschaften, der Kirche und vielen anderen gesellschaftlichen Verbänden eben nicht angerechnet werden und somit für BAföG-Beziehende nicht ermöglicht werden. Und solche ehrenamtlichen Tätigkeiten dadurch dann häufig nur denen vorbehalten bleiben, die sich das neben dem Studium dann tatsächlich leisten können. Ich würde Ihre Analyse dazu stimmen, dass gerade in den jetzigen Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks oder Rechtsverschiebung gesellschaftliches Engagement umso wichtiger ist und dass da auch im BAföG auch durch eine Verlängerung der Regelstudienzeit in einem bestimmten Maße auf jeden Fall möglich gemacht werden sollte.
Ja, die Union erhebt in ihrem Antrag die Forderung, dass falsche Selbsterklärungen der Studierenden bei BAföG-Beantragungen bestraft werden sollen. Vielleicht könnten Sie da an der Stelle auch noch mal Ihren Blick drauf werfen. Ich habe das Gefühl, dass wir auch ein kompliziertes BAföG-Verfahren haben und dass es deswegen auch zu Fehleranfälligkeiten kommt. Wie ist da Ihr Blick als Studierende drauf? Herr Röpke mit der Bitte um Kürze. Gerade da waren wir sehr überrascht über diesen sehr negativen Einfall und hoffen, dass der auf keinen Fall so umgesetzt wird. Herzlichen Dank. Dann bedanke ich mich für die berichterstattenden Runde. Wir kommen jetzt zur nachfragenden Runde. Okay, Entschuldigung. Ja. Wir kommen jetzt zu das BSW, Gruppe Ali Al-Alam. Keine Sorge, ich mache es auch kurz, Herr Vorsitzender, wenn das der Zeit geschuldet ist. Meine Frage richtet sich an Herrn Anbul. Die preisgünstige Wohnform außerhalb des Elternhauses bleibt das Wohnheim in Studierendenwerk. Jetzt stehen wir vor der Wärmewende, die auch für Sie eine enorme Herausforderung darstellt. Sie sagen, dass für knapp 40% Ihrer rund 200.000 Wohnheimplätze ein Heizungsaustausch vonnöten wäre. Hat das DSW die Mittel, dies zu finanzieren? Und welche Auswirkungen wird das auf die durchschnittlichen Mieten in den Wohnheimen haben? Herr Börse. Ja, danke. Es gibt ja dieses, wie schon vorher schon erwähnte, Programm. Und damit wird mehr Wohnraum geschaffen für Studierende. Und das ist sehr positiv. Und wie viele man davon bauen kann, ist noch ein bisschen unklar, weil ja nicht nur beim Bauen die Zinsen davon abhängig sind, sondern eben auch, wie sich Baustoffe versteuern und wie sich die Baudienstleistungen verteuern. Und insofern ist das ein positiver Ansatz. Ob er ausreicht, wird man dann sehen. Ja, es sind also unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Und deswegen kann man dazu jetzt noch nichts sagen. Danke. Okay, vielen Dank. Noch eine Nachfrage? Keine Nachfrage, einfach das Versehen entschuldigen, dass ich Sie mit dem falschen Namen angesprochen habe, Herr Börsel. Okay, dann schließe ich jetzt die berichterstattenden Runde und wir kommen jetzt zur Nachfragerunde und ich rechne die ganze Zeit Kopf, wie die jetzt noch funktionieren kann, weil wir ja auch pünktlich im Plenum sein können müssen. Deshalb, wir haben jetzt 8 Wortmeldungen noch und jetzt kommt die sportliche Aufgabe, auf 1 Minute runterzugehen, damit es funktioniert. Haben wir schon gute Erfahrungen mit gesammelt. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen um Ultrafokus auf die Frage und auch noch genug Zeit für eine Antwort. Es beginnt Lina Seitzel für die SPD. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dermann von arbeiterkind.de. Mich würde noch mal eine Einschätzung interessieren zur vorgesehenen Studienstarthilfe, die ein neues Element im BAföG sein soll. Herr Dermann. Genau, wir sind sehr, sehr glücklich über die Studienstarthilfe, dass sie kommt, weil es wirklich sehr, sehr viele Kosten auf einmal entstehen beim Studienstart für Umzug, erste Miete, Kaution, Immatrikulationsgebühren sind noch nicht abgedeckt. Da haben wir in unserer Stellungnahme ein paar Vorschläge gemacht, was man da halt vielleicht ändern könnte durch eine kleine Anpassung, was der Immatrikulationsbescheinigung gleichgestellt werden könnte, um das nochmal zu verbessern. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ding, weil halt gerade da Kinder aus Familien, wo keine Rücklagen entstehen, über 1.000 Euro weit über teilweise an Kosten entstehen, die jetzt aufgefangen werden. Das ist wirklich sehr wichtig, ein sehr großer Schritt. Und ich finde, das ist auch sehr gut umgesetzt worden, weil es schnell zu bearbeiten sein soll und auch sein kann, soweit ich das überblicke. Thomas Jatzombeck für die CDU-CSU-Fraktion. Ich würde gerne Herrn Börsel fragen. Sie hatten vorhin gesagt, dass auch eine Vereinfachung der Regularien wichtig wäre, um die BAföG-Bearbeitung schneller und effizienter zu machen. Können Sie uns dazu Beispiele nennen? Herr Börsel. Ja, wir haben ein Beispiel genannt in unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf einer 29. BAföG-Novelle. Die Stellungnahme finden Sie auf der Seite des BMBF.
Dabei haben wir verglichen, wie das zum Beispiel der Fachrichtungswechsel aussah 1971 mit dem heutigen, mit der heutigen Fassung. Und 1971 war es lediglich ein einzelner Satz. Bei einem Fachrichtungswechsel kann man weiter gefördert werden, wenn man einen wichtigen Grund dafür anzeigt. So, also dem Sinn nach. Ich kann das jetzt nicht wortwörtlich zitieren. Und die andere Seite war die derzeitige Fassung und ging über eine ganze DIN A4-Seite. Und das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, finde ich, für eine Verwaltungsvereinfachung. Laura Kraft, Bündnis 90 Die Grünen. Ich mache es ganz kurz. Herr Dermann, weil eben Ihnen die Zeit abgeknapst wurde in der letzten Runde, dürfen Sie jetzt alles sagen, was Sie für ein chancengerechtes BAföG loswerden wollen. Solange es nicht länger als 50 Sekunden dauert. Dankeschön. Genau, ja, super. Das Aufstiegsversprechen, wiefern das halt im Vergleich zu verschiedenen vergangenen Jahren halt auch eingehalten wird. Es haben sich so ein paar Parameter auch geändert bei den Studierenden. Wir sehen halt, es wird mehr gejobbt. Es wird der Trend sehen wir auch, es geht zum Zweitjob. Und das Studium leidet dann darunter, bei denen dann halt auch die auf diese Gelder angewiesen sind. Und das ist genau dann halt, dann verlieren wir die Chancengleichheit, wenn wir, wenn die einen mit finanziellen Problemen dann halt sich nicht mehr aufs Studium konzentrieren können. Und dieses sich dann halt auch in dieses Jobben verlieren, das führt dann auch natürlich dann auch zu diesem höheren Studienabbruch, weil man dann halt hinterher ist, dann halt Prüfungen zum x-ten Mal machen muss und das dann irgendwann nicht mehr darf. Genau. Und das ist halt eine Regelung im BAföG ist nicht ganz optimal. Achso, mal, dass jeder zweite Euro ins Darlehen fließt. Dadurch hat man halt auch schon in frühen Semestern, also wenn man dann abbricht, schon das maximale, die maximale Darlehenshöhe erreicht. Das kann man noch mal verbessern. Vielen Dank. Ria Schröder, FDP-Fraktion. Ja, ich will nur sagen, wir haben im Entwurf ja auch die U18-Geschwistereinkommen nicht mehr berücksichtigt. Ich glaube, das führt auch zu einer Vereinfachung bei der Antragstellung. Ich habe aber noch mal eine Frage an Herrn Dermann, auch von arbeiterkind.de. Sie haben ja, es wurde eben auch vom Paritätischen noch mal angesprochen, die Studienstarthilfe auf alle BAföG-Empfängerinnen und Empfänger auszuweiten. Das würde natürlich dann möglicherweise auch mit weniger Geld pro Person einhergehen. Ich wollte noch mal fragen, wie ist Ihre Meinung dazu? Sollte die Studienstarthilfe auf alle ausgeweitet werden oder ist es richtig, sich da auf die Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger zu fokussieren? Wolf Dermann. Genau, für die haushalterischen Auseinandersetzungen bin ich nicht verantwortlich. Das müssen Sie klären, ob wo genug Geld plötzlich herkommen kann oder auch nicht. Aber auf alle auszuweiten, also wenn es das Problem ist, es muss schnell gehen. Das ist der Kern von alledem. Und wenn es das ausweiten kann man, wir haben es in unserer Stellungnahme geschrieben, wenn man diesen ganzen Vorprüfungsteil in die Zeit vor Studienbeginn verlagert, also einen Antrag vielleicht im März zu stellen und dann halt diesen Zuschuss durchgeprüft bekommen im September, dann kann man das auf alle ausweiten, die auf einen Euro oder 10 Euro BAföG-Berechtigung haben. Aber ansonsten ist Schnelligkeit wichtiger und das muss es halt sein, weil das Geld muss rechtzeitig da sein. Götz Frömming, AfD. Ja, danke schön. Noch eine Nachfrage an Herrn Professor Thomsen. Sie haben ja die möglichen Mitnahmeeffekte angesprochen. Nun ist ja vorgesehen, die Studienstarthilfe von immerhin 1.000 Euro zu öffnen und eben auch für Asylbewerber. Kann es passieren, dass Asylbewerber die Studienstarthilfe in Anspruch nehmen, aber gar kein Studium beginnen? Wie kann man das verhindern? Sehen Sie diese mögliche Gefahr oder vielleicht auch nicht? Thomsen? Ja, vielen Dank. Ich kann dazu keine abschließende Einschätzung geben. Wenn das Verwaltungsverfahren das konkret und korrekt prüft, dann besteht die Gefahr nicht aus meiner Sicht. Okay, dann würden wir jetzt zu Frau Gulke kommen. Danke. Eine Frage an Frau Bolenius. Ungleichheit in der Bildung fängt nicht erst ab dem Studium an, aber auch die geförderten Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern sind immer rückläufig und die wurden ja auch in den letzten Novellen nicht bedacht. Haben Sie da vielleicht noch ein, zwei Hinweise, wie Sie sich da eine Reform auch bezüglich dieser Zielgruppe vorstellen könnten? Frau Bolenius. Ja, vielen Dank.
Wir haben ja unterschiedliche Gruppen von Schülerinnen und Schülern im BAföG mit sehr unterschiedlichen Fördersätzen. Ich glaube, die Kerngruppe, die hinten rausgefallen ist im sogenannten BAföG-Kahlschlag, muss dringend wieder in den Fokus genommen werden. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die gerne ihr Abitur machen würden, noch zu Hause wohnen und derzeit nicht in die Förderung können, weil sie noch zu Hause wohnen, aber von zu Hause das Geld nicht da ist. Also das eigentliche ursprüngliche SchülerInnen-BAföG. Das sollte wieder auf die politische Tagesordnung dringend, weil da eigentlich die Bildungsungleichheit im Kern steckt. Die kommen gar nicht zum Abitur, die kommen gar nicht an die Hochschule. Danke. Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will noch einmal sagen, vielen Dank für die vielen Anregungen. Wir haben ja in diesem Gesetzentwurf so viele Anregungen aus der Zivilgesellschaft umgesetzt. Wir kennen uns ja teilweise schon seit vielen Jahren, wie wir das bei nach meiner Erinnerung keiner Reform vorher gemacht haben. Flexisemester, Studienstarthilfe, Fachrichtungswechsel, alles Dinge, wo man mal gesagt hat, könnte man irgendwann mal machen, die kommen jetzt ins Gesetz. Meine Frage an Sie, Frau Tippe, ist, unser Ziel ist ja, die Studienrealität auch im BAföG besser abzubilden und die Rahmenbedingungen des Studiums. Und deshalb die Frage, glauben Sie, dass das ein Schritt sein kann, auch den Studienerfolg sicherzustellen? Und welche weiteren Schritte müsste man eigentlich gehen, um die Studienrealität auch im BAföG besser abzubilden? Frau Tippe, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Also die Studienrealität, also ein bisschen juckt es mich auch schon, hat mich in den Fingern gejuckt, ist natürlich nicht mehr so, dass wir von dem oder der klassischen Studierenden ausgehen können. Was wir beobachten ist, dass die Heterogenität zunimmt und auch das Thema lebenslanges Lernen, Stichwort Teilzeit, Studium und Ähnliches, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und natürlich beobachten wir auch, dass junge Menschen aus dem Bereich, also nicht mit dem akademischen Hintergrund, zum Beispiel ein duales Studium vermehrt aufnehmen, wo also auch eine parallele Vergütung stattfindet. Und dann gibt es auch entsprechend empirische Studien darüber, die ganz klar sagen, das ist, sage ich mal, schon ein Sicherheitsaspekt, wenn man Geld hat und studiert. Von daher geht's, also wollte ich an der Stelle sagen, BAföG vor 50 Jahren, auch wenn ich es vorhin erwähnt habe, hat aber erstmal nichts mit der Realität von heute zu tun. Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass Menschen im Laufe des Lebens später an die Hochschule kommen. Deswegen hatten wir in der HRK ja auch gesagt, diese Altersunterscheidung bei den ist dann auch schwierig in dem Falle, also bei dem, na, bei dem Übergangsgeld oder ja richtig bei, dem, bei der Starthilfe, Entschuldigung, in Bezug auf Studienerfolg. Müssen wir natürlich, aber das ist unser Daily Business, dass wir da entsprechend natürlich alles verfolgen. Danke. Und die letzte Fragestellerin ist Katrin Staffler für die CDU-CSU. Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass die Anhörung heute für das, was als Formulierungshilfe für eine Änderung kommt, keine Wirkung mehr entfalten wird. Wir hören, dass es wohl eine nur sehr, sehr geringe Anhebung der Bedarfssätze in dieser Formulierungshilfe geben soll. Der Staatssekretär hat aber ja gesagt, die Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion sind entscheidend. Sie können also auch über das hinausgehen, was da drin steht. Deswegen die Frage an Herrn Börsel, an Herrn Röpke an der Stelle nochmal, wenn Sie in einem Satz Ihren Kern Punkt sagen müssten, worauf die Kolleginnen und Kollegen noch eingehen sollen für die abschließenden Beratungen. Was wäre das? Herr Börsel. Einhaltung dessen, was im BAföG-Bericht steht, nämlich 12,2% Freibeträge und 7,8% Bedarfssätze und eine Dynamisierung. Danke. Herr Röpke. Trauen Sie sich, Geld in die Hand zu nehmen für die Beendigung der studentischen Armut. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich bei allen Sachverständigen im Namen des gesamten Ausschusses. Insbesondere für diese Regierungskonstellation gilt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reingekommen ist. Vielen Dank für Ihr Lob und auch viel Tadel, Kritik, Anregung und so weiter. Wir bleiben weiter im Gespräch und ich schließe damit jetzt ausdrücklich die 75. Ausschusssitzung. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen und bis gleich im Plenum.